So, hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Moritz. Willkommen zu einem neuen Commentary. Es ist ein MW2 Gameplay und ja, ihr seht ganz richtig, mal wieder ein neues Commentary von mir. Für die Leute, die sich wundern, ja, bist du jetzt wieder auferstanden von den Toten? Was hast du die Woche gemacht? Hattest du mal wieder keine Lust mehr auf YouTube? Hattest du mal wieder so einen Motivationsschub und war dann noch eine Stunde wieder weg? Nee, so war das Ganze natürlich nicht. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, die mein letztes Commentary gesehen haben. Da habe ich euch ja im vollfettkranken Zustand erklärt, dass ich in Schullandheim fahre für eine Woche. Also Skischulenheim, am Anfang dachte ich ja noch, es wären 2 Wochen, aber waren dann nur 8 Tage leider. Ja, war echt cool. Ich könnte euch dann dazu noch ein paar Stories erzählen. Mal schauen, ob ich das noch mache. Ich sage euch jetzt auf jeden Fall, am Anfang war ich krank, also als ich da hingefahren bin, auch nicht mehr so richtig krank, also davor, die 2 Wochen davor. Das war schon heftig, also wie ich da gehustet habe. Und ja, nach 2 Tagen war es eigentlich weg, hat mich übel überrascht. Ich meine, warum sollte man in Österreich, wo es minus 13 Grad auf dem Berg hat, auf einmal, wenn man noch so ein bisschen krank ist, gesund werden. Warte mal kurz. Ich muss kurz eben husten. Ja, hat mich schon gewundert, aber ich war wirklich komplett gesund. Ich habe kein einziges Mal gehustet, musste nicht mehr irgendwie 50 Tempos pro Tag verbrauchen und so. Also es war wieder gut, ne? Bis zum letzten Tag. Am letzten Tag, also am Tag vor der Abreise, hat es dann wieder so ein kleines bisschen angefangen. Aber es war auch noch nicht schlimm. Dann am Tag der Abreise eben mussten wir morgens um 5 Uhr aufstehen, weil um 6 Uhr die Betten oder die Zimmer geräumt werden mussten. Ist ja ziemlich normal für ein Hotel, also wir hatten nicht eine Jugendherberge, sondern ein Hotel eben. Das ja, damit habe ich ja eigentlich kein Problem. Ich meine, ist natürlich ein bisschen früh, aber prinzipiell ist es okay. Dann stehen wir eben so um 5 Uhr auf, sind wirklich pünktlich um 6 Uhr fertig, gehen raus und so, gehen in das Zimmer oben rein, wo wir hin mussten und warten. Dann wird uns so gesagt, ja, die Busse kommen wahrscheinlich so gegen 7, 8. Es wäre okay, ich meine, 1, 2 Stunden, na nee, davor gab es noch Essen. Das heißt, um 7 waren wir, glaube ich, fertig mit dem Essen. Also um zwischen 7 und 8 kommen die Busse. War voll okay, ich meine, eine Dreiviertelstunde warten ist ja schon, geht noch, ne? Ist okay. Nun ja, dann warten wir so bis 8, nichts passiert. Warten wir noch eine halbe Stunde, nichts passiert. Warten wir noch eine halbe Stunde, nichts passiert. Dann ist 9 und sie sagen uns, ja, die Busse haben wahrscheinlich eine kleine Verspätung, es könnte bis 10 werden. Warten wir bis 10, nichts passiert. Und dann wird uns so mitgeteilt, ja, es tut uns wirklich voll leid und so, aber die Busse haben Verspätung, es gab Kommunikationsprobleme und sie kommen dann wahrscheinlich um 11. Ja, gut, dann um 11:15 Uhr oder so waren sie auch da, endlich unser Bus dann mal. Dann sind wir eben eingestiegen, sind losgefahren und so. Aber das Ding war, wo ich dann zu Hause war, das war dann so gegen 6, 7, also am Bahnhof bei mir war ich, glaube ich, um 7 und zu Hause dann um 8. So in etwa, weiß ich nicht mehr genau. Und ja, als ich am nächsten Tag dann aufgewacht bin, war ich wieder heftig krank, Alter. Das ist so eine Scheiße. In den Bussen, Mann. Ihr wisst ja, was da oben ist. Also über einem, wenn man außen an der Fensterseite hockt, ne? Also wir waren so im Doppeldecker, aber es ist auch in einem normalen. Also das ist eben Klimaanlage, Licht, dann Zimmerservice, irgend so ein Zimmerservice-Knopf, keine Ahnung, da kommt jemand, weiß ich nicht, keine Ahnung, was der bringen soll, warum sollte da jemand herkommen. Und glaube ich noch was, aber auf jeden Fall die Klimaanlage. Normalerweise, also früher als ich vor 5 Jahren oder so mal Bus gefahren bin, konnte ich immer das ausstellen, aber das geht jetzt nicht mehr. Also, ich habe es nicht geschafft, ich habe da bestimmt eine halbe Stunde rumgedrückt an den 3 Knöpfen, die da waren. Da konnte man nichts ausstellen, ey. Diese scheiß Klimaanlage ging einfach nicht aus. Die war komplett einfach immer an, Mann. Und ja, dann hat mich dieses war zwar ein Mini-Lüftchen, aber wenn es da 7 Stunden auf dich runterbläst, dann ist es schon nicht wirklich so von Vorteil, würde ich mal sagen. Aber ihr hört mich ja jetzt, ich höre mich ja gar nicht mehr so krank an, ne? Also, das finde ich schon ziemlich gut, weil ich will ja wieder Commentaries machen und so. Und das nervt dann natürlich schon ziemlich. Und hier mit der Claimer, ich dachte anfangs, das wäre eine Claimer von mir, aber dann habe ich doch gedacht, dass es keine ist und bin dann deswegen zum Glück nicht gestorben. Ja, also finde ich echt gut, weil vor ein paar Wochen, also da, wo ich das, den Husten und alles hatte, da konnte ich eben keinen Commentaries machen, weil man es richtig gehört hat und einfach alle 2 Minuten oder alle 2 Sekunden musste ich da husten. Also das hat mich dann schon ein kleines bisschen angepisst. Ich meine, es pisst jeden an, wenn er krank ist. Egal was man hat, weil das einfach, man kann viele Sachen nicht machen und das ist natürlich immer kacke. Aber naja, wenn man so einen kleinen Schnupfen hat, bei dem man ab und zu mal Nase putzen muss und nicht wirklich viel schlimmer ist, dann ist es nicht viel schlimmer. So. ja, Gameplay ist jetzt bald auch zu Ende. Ist ein, wie gesagt, ein MW2 Gameplay und wie es dazu kam, dass ich hier nur mit der Deagle gespielt habe,
Ganz einfach, ich war mal mit dem Gons von Rebeats TV in der Lobby, in der Skype-Konfi. Dann wollte er eben so ein gutes Gameplay haben, er hat uns so gefragt, waren noch ein paar andere dabei. Wer ein richtig gutes Gameplay hat, dann ja, hat sich glaube ich niemand gemeldet. Irgendwann meinte er dann so, dass er die Deagle voll cool findet. Dann habe ich ihn gefragt, wie wär's mit einer Deagle, Nuke, also Deagle ohne Nuke, in MW2, in Free for All oder so. Dann meinte er so ganz lässig, ja, kannst dich mal ansetzen, kannst du mal probieren, bist du eh schaffen, Chiller, weil du der Geilste bist. Nein, Spaß, ist schon ewig lange her, ich weiß gar nicht mehr, was wir dazu gelabert haben. Auf jeden Fall habe ich es dann probiert und eben nicht geschafft. Ja, ist schon echt schwer. Und wenn du nicht irgendwie Fedor heißt oder so, und das einfach wirklich so viele, so ein Ehrgeiz bei den Gameplays hast, dass du es einfach probierst, bis du es hast, egal wie schwer, dann ist es wirklich keine leichte Aufgabe, sowas zu erspielen. Also, wenn ich sowas probiere, so wie Fedor sagen würde, spezielle Gameplays oder Moabs, oder hier jetzt in dem Fall eben Nukes, dann probiere ich das ein, zwei Runden, vielleicht auch mal drei oder vier oder fünf. Und dann ist es meistens so, dass ich in, sagen wir mal, der Hälfte von den Gameplays oder von den Games kurz davor sterbe. Also kurz vor meinem Ziel verreck. Und dann habe ich eben keine Lust mehr. Und dann höre ich auf und mache wieder was anderes, spiele wieder normal. Ich kann einfach nicht so wie viele. Ich sehe es ja in seinen Livestreams oder so. Oder auch früher, als er noch nicht so viele Abonnenten hatte, noch keine Livestreams gemacht hat, haben wir wirklich manchmal wirklich den ganzen Tag telefoniert und er hat einfach den ganzen Tag, die ganze Zeit zum Beispiel auf einer FMG-Schalldämpfer gespielt. Ich könnte sowas einfach nicht, weil nach ein paar Spielen wird es erstens langweilig und es geht mir übel auf die Eier, weil ich es nicht hinbekomme. Also wirklich großen Respekt an dich, Fedor, du Kacklappen. Spaß. Ja. Was soll ich jetzt noch kurz sagen zum Gameplay hier? Dies, das, Ananas. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu spielen. Ich dachte wirklich, die Deagle wäre eine richtig schlechte Waffe, aber so schlecht ist sie gar nicht. Ich meine, der Recoil ist echt heftig groß, also in COD 4 ist er natürlich richtig gut. In MW2, ja, wie gesagt, dachte ich, der Recoil wäre echt zu groß, aber wenn man das mal so ein bisschen gespielt hat, ein bisschen Übung damit, dann kann man den schon recht gut kontrollieren. Auf dem PC ist natürlich noch mal leichter als auf der Konsole. Aber mit ein bisschen Übung, wie gesagt, geht das auf jeden Fall, so wie alles im Leben. Training ist alles, ne? Wisst ihr ja. Ja, Gameplay ist jetzt gleich zu Ende, habe ich vorhin schon mal gesagt, vor 3 Minuten. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen außer Übung, es wird auch wieder kommen, denke ich. Ja. Also, letzte Kill kommt gleich und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.